Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar hier bei JFD Brokers. Ja, mein Name ist Stefan Friedrichowski. Übliche Zeit, übliche Sprecher, also alles eigentlich wie gewohnt. Das einzige Ungewohnte ist, dass wir dieses Webinar schon wieder nach einer Woche hatten. Aber das hat andere Gründe, weil ich demnächst da auch nochmal unterwegs bin. Deswegen heute ein Webinar und dann wieder in 3 Wochen. Ja, heute, sollte ich natürlich erwähnen, 5. September 2018. Ja, der Herbst rückt näher. Ich merke das an einer ganz merkwürdigen Eigenschaft. Es ist die Jahreszeit, wo ich dran denken muss, bei Beginn des Webinars bereits das Licht im Zimmer einzuschalten, weil am Ende des Webinars ist es nämlich hier dann dunkel. Da ich ja etwas weiter im Osten wohne, wird es natürlich entsprechend früher dunkel. Ja, also, damit ich also nicht nachher hier nur vor einem erleuchteten Bildschirm sitze. Heute habe ich mal dran gedacht. Bild und Ton sind schon mal okay. Das lese ich hier gerade. Das ist schon mal super. E-Mail-Adresse seht ihr auch schon eingeblendet. Heute gibt es wieder Excel-Sheets rauf und runter, weil wir wollen etwas Besonderes machen. Also gut, zum einen werden wir uns heute dem Thema Aktientraden ein weiteres Mal widmen. Aber zum anderen möchte ich das zum Anlass nehmen, sozusagen die Strategieentwicklung nochmal wieder ein bisschen aufzurollen. Wir werden es ein bisschen anders machen. Wir werden Eigenschaften zunächst mal untersuchen oder grundlegende Ansätze, also wir werden 3 Ansätze nachher diskutieren, und die separat voneinander untersuchen und nicht daraus gleich eine komplette Strategie direkt fertig machen, sondern wir wollen uns die Teileigenschaften genauer angucken. Und von daher ist es heute neben der Entwicklung einer Aktientrading-Strategie auch ein bisschen mal wieder eine, nennen wir es mal, methodische Lehr- oder Lernstunde, ganz wie ihr wollt. Folien sind natürlich schon wieder hochgeladen und wer nachher die Excel-Sheets haben will, wisst ihr, einfach kurze E-Mail an mich und ich sehe zu, dass das wieder entsprechend verteilt wird. Ansonsten bin ich natürlich wie immer froh und auch ein bisschen stolz drauf, wieder so viele Teilnehmer hier zu haben. Freut mich natürlich umso mehr. Okay, also heute Aktien. Kein Forex, keine Indizes. Reine Aktien und das auch aus gutem Grund. Bevor wir wie immer endgültig einsteigen, die eine Seite, der Risk Disclaimer. Also wir reden wieder über Trading-Strategien. Ihr wisst es, ihr wisst auch, was ich als nächstes sage. Natürlich ist es wie immer so, auch wenn ich hier Trading-Strategien vorstelle, wer schließlich endlich Handelsansätze verfolgt, tut das natürlich wie immer auf komplett eigenes Risiko. Ist ja irgendwie auch selbstverständlich. Okay. Habe ich gesagt, also kann es weitergehen. Mal ein bisschen genauer. Also zum einen geht es natürlich, wie ich sagte, um Aktien. Und der erste Satz, der stammt sogar von einer anderen Folie und selbst die Folie, die ich gleich nochmal zeige, die stammt aus einem anderen Vortrag, weil ich einfach das Thema Aktien grundsätzlich nochmal eine Bereicherung finde. Und das sollte man sich auch wirklich, glaube ich, ziemlich ernst nehmen, damit man nicht sozusagen nur in eine Anlageklasse unterwegs ist, also wirklich sich auch komplett diversifiziert und in Richtung Vermögensaufbau ist das natürlich ein A und O. Da jetzt nicht zu sagen, okay, ich packe alles Geld in, was ich habe, in JFD Invest und folge anderen tollen Strategien. Ganz am Ende werde ich da kurz auch nochmal was zu sagen. War ja das Webinar von letzter Woche, wie man hier Trading-Strategien unmittelbar folgen kann. Aber nein, auch Aktien sollten einfach in das Gesamtportfolio mit reinkommen. Und dann wollen wir uns einfach ganz simpel 3 Arten von Strategien, wobei eine davon eigentlich streng genommen gar keine Strategie ist, mal vornehmen. Die sind so simpel, dass sie nachher komplett jede einzelne mit genau einem Freiheitsgrad auskommt. Ihr wisst, ich rede immer so gerne über Freiheitsgrade. Beim Traden würde man das eher Parameter nennen oder Indikator oder dann die EMA-Periode des EMA-Indikators beispielsweise, wie auch immer. Jede für sich hat immer nur genau einen Freiheitsgrad. Und das ist genau das Methodische heute, dass ich sage, wir gucken uns das Thema Aktientraden mit Blick auf einen Freiheitsgrad. Wir benutzen nur eine Stellgröße, an der wir überhaupt drehen könnten. Und wir werden sehen, allzu viel braucht man gar nicht drehen.
Und da lohnt sich noch nicht mal groß irgendwas rauf und runter zu optimieren. Das ist alles relativ straightforward und offensichtlich. Also nur eine jeweilige Größe, die wir verändern können. Und eine Strategie ist dann EMA Cross. Wahrscheinlich weiß der eine oder andere schon, was ich meine. Die zweite ist das, was eigentlich gar keine Trading-Strategie ist, sondern weil wir hier Aktien traden, können wir uns mal leisten, einfach nur den sogenannten Trailing Stop anzuwenden. Klingt ein bisschen merkwürdig. Wir gehen immer rein. Also wir kaufen immer. Und wenn wir investiert sind, bleiben wir natürlich drin, bis unser Stop gerissen wird. Und am nächsten Tag gleich wieder von vorne. Ihr seht, jede für sich ist wahnsinnig simpel. Und interessant ist, natürlich verrate ich ja schon was vom Ergebnis, es funktioniert. Und selbst die eigentlich keine Strategie ist, sondern eigentlich nur eine Methode, nämlich in dem Fall die Methode des Stop-Loss, der Stop-Loss-Verwaltung, lohnt sich schon. Und die dritte Strategie, die habe ich jetzt aber einfach Heiß Trading genannt, weil mir einfach kein besserer Name eingefallen ist. Also da gucken wir irgendwie auf die Hochs innerhalb einer vergangenen Periode und danach machen wir nachher Ein- und Ausstiege. Also wir gucken eigentlich, wir wollen sozusagen Stärke finden. Und Aktien, die natürlich neue Hochs ausbilden, ja, da muss ja irgendwas dran sein. Also irgendwie sind die ja dann scheinbar toll. So mal ganz salopp gesagt. Und wenn solche Hochs gemacht werden, dann gucken wir mal, wie man damit was dann anfangen kann, um daraus wieder die Strategie zu bauen. Ja, und dann machen wir das Ganze. Das machen wir allerdings jetzt nicht mehr hier in den Excel-Sheets. Das wäre zu kompliziert, aber ich präsentiere euch auch da die Ergebnisse. Schließlich und endlich will ich das Ganze natürlich mit Blick auf wiederum ein Aktienportfolio aufziehen. Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich mir gesagt, okay, ich gucke einfach mal nach dem S&P 100. Warum nämlich nicht den S&P 500? Ja, einfach weil mir zu viele waren. Weil ich theoretisch nachher davon ausgehe, dass ich mal in allen gleichzeitig investiert bin und deswegen nicht S&P 500. Naja, und natürlich hätte ich auch den Dow Jones nehmen können oder ich hätte den DAX nehmen können oder den Euro Stoxx 50, was auch immer. Also meine Wahl ist jetzt einfach der S&P 100, der übrigens interessanterweise nicht 100 Aktien hat, sondern was waren es, 101 oder 102? Fragt mich nicht warum, ist aber so. Also darauf wollen wir natürlich nachher hinaus, dass wir ein Portfolio aus dieser Strategie traden, damit wir dann wiederum innerhalb dieser Strategie die Diversifizierung wieder hinkriegen. Ihr ahnt schon, was dann, weil dieses Webinar heißt Teil 1. Und ihr könnt sicherlich schon ahnen, was dann Teil 2 wird. Teil 2 ist natürlich offensichtlich, wird natürlich die Kombination aus diesen dreien. Da ergeben sich natürlich sofort mehrere Arten von Kombinationen, also mal mathematisch gesagt, wir können immer Zweiergrüppchen bilden, davon können wir drei Stück bilden und wir können alle drei nehmen. Also haben wir mindestens schon mal vier, die wir irgendwie hier dann als Kombinationsstrategien aufbauen können. Aber das ist dann Thema vom nächsten Webinar, was dann in 3 Wochen stattfinden wird. Gut, die Vorbemerkung nochmal, warum Aktien? Und warum Aktien einfach grundsätzlich gesehen schon einen Vorteil haben, nämlich weil wir traden dann etwas mit intrinsischem Wert. Wenn wir einen Long Trade Euro US-Dollar machen, dann haben wir, traden wir nichts mit einem intrinsischen Wert, sondern wir bauen darauf, dass dieser Wechselkurs sich verändert. Wir bauen gewissermaßen, also wir investieren nicht unser Geld in Euro oder in Dollar, vielleicht zu einem gewissen Anteil schon. Aber wenn ich Aktien trade, dann kaufe ich etwas mit einem intrinsischen Wert, weil wir kaufen nämlich einen Share, einen Anteil an einer Firma. Und das ist also schon mal was grundlegend anderes und auch Gutes. Nebeneffekt, es gibt genügend Firmen, die auch Dividenden zahlen, also die kriegen wir nachher noch on top auf das, was wir hier ohnehin vielleicht erwirtschaften. Das heißt, die Dividenden, die können durchaus auch mal stattliche Prozentzahlen sein. Also auch mal sowas wie 3, 4, 5, 6% sind da schon mal noch drin. Und allein das ist natürlich auch schon mal, immerhin schon mal ein erster Gewinn. Was auch prinzipiell erstmal gut ist, wir haben keine Finanzierungskosten. Also es ist nicht so, wenn man Long Trade zum Beispiel auf dem DAX machen, dann und nicht den Future traden, dann haben wir logischerweise
Finanzierungskosten, die in Form von Swap-Kosten entstehen. Nachteil ist natürlich, wir haben aber auch keinen Hebel. Also wenn ich für 1000 Euro Aktien kaufe, dann ist mein Kontostand sozusagen erstmal um 1000 Euro kleiner geworden. Aber ich habe natürlich den Gegenwert in der Hand, nämlich die entsprechende Anzahl an Aktien. Wer mag, kann natürlich dann auch noch an Hauptversammlungen teilnehmen, aber das ist natürlich hier nur mal noch nebenbei erwähnt. Warum das stärkste Argument aber jetzt, warum ich für Aktien so ein bisschen auch plädiere, ist, Aktien haben einen Long Bias. Kennen wir alle. Natürlich gibt es Ausnahmen. Also Deutsche Bankaktie wäre ein schönes, prominentes Beispiel, die, keine Ahnung, ohne den Kurs ganz genau im Kopf zu haben, aber sicherlich so grob seit 2008 einfach nur nach Süden gehen. Ich weiß es nicht genau. Aber da gilt es natürlich nachher rauszufiltern, vielleicht eine solche Aktie genau nicht zu traden. Aber grundsätzlich haben Aktien einen Bias, also eine Vorzugsrichtung. Und das ist dann dieser statistische Wahrscheinlichkeitsvorteil, der schon mal inhärent ist. Und bei anderen Sachen müssen wir mühsam suchen, um so etwas zu finden. Hier ist er erstmal da und das sogar noch offensichtlich gewissermaßen. Das andere Gute ist, ja, hier bei JFD kann man tatsächlich auch die echten Aktien, also nicht CFDs, direkt aus dem MT5 heraus traden und der Roundturn, also An- und Verkauf, wenn man jetzt nicht in riesige Volumina, in riesige Summen geht, dann ist das gerade mal $2. Und das ist natürlich ebenfalls, glaube ich, fast unschlagbar. Auch wenn ich jetzt nicht der absolute Aktienexperte bin, was den normalen Handel über die Bank angeht, aber ich wüsste zumindest bei meiner Hausbank, würde das so nicht gehen. Okay, also den Wahrscheinlichkeitsvorteil haben wir schon mal auf unserer Seite. Das ist schon mal gut. Das werden wir auch nachher in den Equity-Kurven sehen, dass wir den irgendwie schon sofort dabei haben. Gehen wir gleich mal in die erste Strategie. Die erste Strategie soll werden ein EMA Cross, also irgendwie in EMA kreuzen. Und die Logiken sind ganz einfach. Ich habe jetzt nachher übrigens genau drei solcher Folien, die immer genau eins beschreiben, nämlich Entry, Exit und was sonst noch über die Strategie zu sagen ist. Bei dem EMA Cross machen wir es ganz einfach. Wir eröffnen einen Trade, wenn der Close des Vortages oberhalb eines EMAs ist. Wenn ich jetzt sage, eines EMAs ist, dann wird das nachher unser Freiheitsgrad, nämlich die EMA-Periode, die wir irgendwie verändern können. Und den Trade eröffnen wir sogar erst am Open. Das heißt, wir machen eigentlich, wenn man es mal am US-Markt festmacht, wir haben den ganzen Tag lang Zeit, bis 15:30 Uhr, den Close des Vortages mit dem EMA zu vergleichen. Und also wir haben wirklich viel Zeit dafür. Und wenn er dann oberhalb liegt, wenn wir jetzt mal neu in die Strategie einsteigen, wenn also der Preis, also der Close Price oberhalb des EMA liegt, dann würden wir um 15:30 Uhr die Order aufgeben und die Aktie kaufen. Soweit der Einstieg. Also wirklich ziemlich trivial. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie wieder, müssen aus dem Trade auch wieder rauskommen. Und das wird ja ganz einfach. Der Trade wird also geschlossen. Naja, wenn wir den EMA also kreuzen. Das heißt, wir haben wieder den ganzen Tag lang Zeit, um mal zu schauen, ob denn am gestrigen Tag jetzt der Close unterhalb des EMAs ist. Und wenn das ist, werden wir um 15:30 Uhr eine Aktion machen, nämlich unseren Trade schließen. Ich weiß, und wahrscheinlich kommen gleich auch sofort einige Bemerkungen, dass wir das natürlich noch ein bisschen vielleicht trickreicher machen könnten. Wir könnten auch auf den Open warten und den Open mit dem EMA vom Vortag vergleichen. Ja, ist alles möglich und wird auch zu Veränderungen führen, aber wird das ganze Bild nicht grundsätzlich ändern. Ich habe es jetzt bewusst mal so gemacht, weil das mir fiktiv oder auch real die ganze Zeit bis 15:30 Uhr sozusagen offen lässt und ich weiß, ob ich überhaupt was tun muss. Ich muss also nicht um 15:30 Uhr wirklich da sein, weil ob ich was tun muss, weiß ich ja schon vorher. Dieser Trade, den wir hier eingehen, hat keinen Stop-Loss. Jetzt wisst ihr, dass ich ja eigentlich immer ein Verfechter eines Stop-Losses bin. Bei Aktientrades sehe ich das jetzt bei weitem nicht so dramatisch. Warum? Zum einen, also ich mache es hier nachher so, dass ich sage, okay, ich investiere in eine Aktie genau 1000 jetzt Dollar, weil alles sich auf S&P 100 Aktien bezieht. Deswegen ist gewissermaßen heute meine Währung Dollar und nicht Euro.
Naja, ich kaufe also für die 1000 Dollar die entsprechende Anzahl von Aktien, die sich, und die Anzahl ergibt sich einfach aus dem Preis. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nachher die Apple-Aktie bei 198 Dollar steht und ich will 1000 investieren, dann könnte ich also 5 Stück kaufen und nicht 6, weil 6 geht nicht. Ich runde immer ab. So, warum jetzt noch keinen Stop-Loss? Naja, ich kaufe ja immerhin eine Aktie. Also ich kaufe etwas, die vorherige Folie, mit einem intrinsischen Wert. Natürlich ist mir auch bekannt, dass Firmen theoretisch über Nacht pleite gehen können. Und hätten wir nicht die Finanzkrise und hätten wir nicht so Fälle wie Lehman Brothers und wie hießen nochmal die in Deutschland? Na egal, jetzt vergessen. Wo wirklich auch solch große Unternehmen pleite gehen. Und der Aktienkurs natürlich dann theoretisch null ist. Trotzdem bleibt mein Risiko natürlich begrenzt. Nämlich im Zweifelsfall sind es halt genau die 1000 Dollar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da eintritt, ist natürlich erstmal beliebig gering. Also insofern kann ich es mir leisten, hier auch ohne Stop-Loss zu fahren. Letzte Bemerkung für die Strategie. Also wenn ein Trade läuft auf einem bestimmten Symbol, also sprich einer bestimmten Aktie, dann eröffnen wir keinen weiteren Trade mehr. Also das heißt, wir machen eine sogenannte Single Trade Strategie bezogen auf ein Symbol, also auf eine Firma. Das heißt, wenn jetzt mal so ein Trade läuft, brauche ich wahrscheinlich viele Tage gar nichts machen, wenn ich einfach wahnsinnig weit weg von meinem EMA bin. Also wir schließen und öffnen, also wir machen nicht noch einen zweiten Buy zu irgendeiner weiteren HRE. Danke für den Hypo Real Estate. Vielen Dank, die Watz, die ja, pleite gegangen sind. Gut, gucken wir uns das Bild mal ganz kurz auch hier im Chart an. Ich mache übrigens nachher alles tatsächlich an der Apple-Aktie. Der tiefere Grund ist ziemlich einfach. Es ist die erste Aktie von den 100, also alphabetisch gesprochen. Und die fangen halt mit einem Doppel-A an und damit sind sie die ersten in diesem Alphabet. Mir wäre es eigentlich völlig egal gewesen. Die Apple-Aktie, muss ich allerdings dabei sagen, eignet sich auch sehr schön, weil sie ja wirklich einen sehr guten Trend aufweist. Was ihr hier seht, ist der Tagesschart. Das ist ja auch das, worauf wir gucken würden. Und hier ist jetzt ein EMA reingelegt. Im Moment ist das hier ein EMA mit einer Periode von 160. Naja, wenn wir jetzt morgen vor der Entscheidung stehen würden, jetzt haben wir zwar noch kein Close von heute, aber ich glaube, man kann sicher sein, dass der Close dieses von Apple hier definitiv oberhalb des EMAs wäre. Das heißt, würden wir morgen mit dieser Strategie anfangen, dann würden wir die Apple-Aktie kaufen. Wir könnten, also wenn wir nicht investiert sind. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, auch kein Problem, wir warten auf den nächsten Cross. Hier waren mal solche Crosses, also hier sind wir mal einmal durchgekreuzt. Das heißt, hier, wo jetzt mein Cursor steht, ich muss noch ein bisschen warten, weil das immer ein bisschen dauert, bis das übertragen ist, da hätte man einen Trade geschlossen. Und dann hätten wir irgendwann diese Kerze gehabt, die war noch, also wir waren unterhalb des EMAs. Und diese Kerze hat dann oberhalb des EMAs geschlossen und am nächsten Tag wären wir, wenn wir wirklich die Sequenz an Beispiel Apple mit dem EMA 160 mal durchlaufen, an diesem, wo jetzt der Cursor steht, hätten wir unseren Apple Trade eröffnet und wären dann seitdem investiert. Das ist irgendwo Anfang Mai dieses Jahres. Seitdem wären wir jetzt in Apple investiert und würden uns natürlich im Moment über schon annehmbare oder sehr schöne Buchgewinne erstmal freuen. Geschlossen würde dieser Trade beim nächsten Cross, wann und wo auch immer der auftritt. Soweit die Regel. Also wahnsinnig einfach, würde ich mal erstmal sagen. Oder zumindest nicht zielführend, werden wir noch rausfinden, aber zumindest einfach in der Definition und einfach auch in der Umsetzung. Wenn wir das machen, dann wollen wir natürlich anschließend mal eine Performance davon untersuchen und dazu haben wir natürlich wie immer ein Excel-Sheet, was uns hier die Arbeit abnimmt, um eine solche Strategie zu untersuchen. Kurz zur Logik. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich habe nur einen Freiheitsgrad. Deswegen, da ihr schon häufiger die Arten von meinen Excel-Sheets ja kennt,
gibt es hier auch nur eine Zahl, die gelb markiert ist. Das wäre nämlich die Zahl, an der wir drehen würden, wenn wir denn hier sozusagen an der Performance, ja, also das Ganze untersuchen wollen. Und das ist einfach die EMA-Periode. Es gibt hier noch eine zweite Zahl, die hier in Rot eingetragen ist. Das ist einfach die Kommission, also die wir zahlen für einen Roundturn. Die wird hier ebenfalls mit berücksichtigt. Theoretisch, das Excel-Sheet würde es auch sogar hergeben, dass wir Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Benutze ich aber nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich tun. Und da auch noch Stop-Losse in Prozent und einen CRV einfach vorgeben. Wäre machbar. Aber will ich hier heute auch gar nicht weiter untersuchen. Das liegt ein bisschen daran, das Excel-Sheet hatte ich schon. Ich muss es nur noch geringfügig anpassen hier, weil wir halt in absoluten Dollars jetzt rechnen und nicht in Rs, wie wir das sonst auch gerne tun. Die andere Kenngröße hier in der Strategie ist der sogenannte Buy Value, der in Dollar hier steht. Das ist genau die Zahl, die festlegt, wie viele Stücke kaufen wir. Und also man ahnt, dass Apple steht, was weiß ich, grob bei 200. Also mein Buy Value könnte ich also nicht unter 200 US-Dollar dann nehmen, weil dann würde ich keine Stücke mehr kaufen, weil dann wären, ich muss immer abrunden, dann wäre ich bei 0. Der Rest will ich jetzt gar nicht im Detail erklären. Tut das Excel-Sheet sozusagen von selbst, das untersucht, sind wir oberhalb, unterhalb, beendet Trades, dann, wenn wir wieder den EMA kreuzen und, und. Das macht jetzt das Excel-Sheet. Das erkläre ich jetzt hier nicht weiter. Wer aber da mal in die Tiefe gehen will, kann das hier mal sich genauer angucken. Ist aber alles straightforward, weitestgehend. Ich weiß, dass das, wenn man das selber machen würde, nicht ganz so einfach ist. Aber damit haben wir erstmal hier die Strategie sozusagen gebaut. Und jetzt machen wir mal einfach Folgendes. Jetzt gehen wir mal durch ein paar verschiedene Werte durch. Ich bin mal brutal und gehe mal auf EMA 4. Nur, dass wir mal sehen, was da eigentlich passiert. Wir haben jetzt ein EMA 4, also eine sehr kleine EMA-Periode. Das heißt, der Preis der EMA folgt dem Preis sehr, sehr eng. Und wenn man mal davon absieht, dass bis 2004 wir hier durchaus nennenswerte Verluste gemacht haben, danach hat selbst das mit einem EMA 4 durchaus schon, naja, funktioniert, nennen wir es mal so. Ich werde natürlich jetzt hier einfach mal kurz verändern. EMA 8 sieht schon gleich schöner aus. Ihr merkt mal wieder, was ich hier einfach tue. Ich gehe hier einfach in Zweierpotenzen durch. Das heißt, ich verdoppel jedes Mal den EMA. Und man sieht dann so langsam, was hier eigentlich mit dieser Strategie so möglich ist. Und sie wird auch immer ansprechender, sowohl vom gesamten Profit als auch von ihrer Steigung, auch was den Drawdown angeht und, und. Das heißt, irgendwie passiert hier halt eins, was ich immer angenehm finde. Wir sind nicht super sensitiv auf unseren Freiheitsgrad. Also wenn ich den hier ändere, und ich ändere den ja hier gerade nur wirklich gewaltig, also was die EMA-Periode angeht, die Anzahl der Trades geht übrigens natürlich hier munter immer weiter runter. Aber die Struktur der Equity hängt nicht wirklich genau, also sozusagen von dem Detail der Parameter ab. Also ihr wisst, sonst rede ich schon mal darüber, dass ich gucke, hey, also wenn ich ein EMA von 128 habe, dann darf die Strategie natürlich definitiv nicht beim EMA von 127 zusammenbrechen. Ihr seht, was hier passiert. Hier ist es noch viel, viel gemächlicher. Also wir kommen über riesige EMA-Perioden einfach hin. Jetzt haben wir natürlich mittlerweile schon nur noch 44 Trades hier gemacht. Und der Zeitraum ist übrigens, ich habe immer alles ab dem Jahr 2000 mir hier angeguckt. Aber wir sehen schon mal, EMA-Cross-Strategie, auch wenn man natürlich hier Geduld haben muss, um die Gewinne zu bekommen, aber so war es auch gedacht. Ich will hier, die Aktienstrategie wird definitiv keine, die irgendwie innerhalb von 10 Tagen bedeutende Gewinne erwirtschaften kann. Das habe ich weder im Sinn, noch halte ich es übrigens für möglich. Aber das ist etwas, was tatsächlich nachher in das Kapitel stetiger Vermögensaufbau reingehen soll. Und genau das wollen wir hiermit erreichen. Okay, jetzt machen wir noch den letzten Schritt.
auch wenn das jetzt hier dann sehr rechteckförmig wird, was unsere Equity-Kurven angeht. Aber so ist es. Das heißt, wir haben schon mal den ersten Part, erste Strategie sozusagen abgehakt, EMR Cross. Und wir halten fest, profitabel und ist überhaupt nicht empfindlich, was den EMA selbst angeht. Jetzt habe ich das natürlich hier nur an der Apple-Aktie gemacht. Gucken wir uns mal das Resultat für alle 100 an. Aber auch noch in einer ganz verrückten Auftragung. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich werde euch die sofort auch erklären und dann wird die auch gleich sozusagen offensichtlich. Ich warte mal, bis das Bild auch definitiv bei euch da ist, damit ich hier, was ich hier erkläre, ich brauche dazu nämlich auch die Kurve, weil die einfach ein bisschen lustig aussieht. Also was habe ich hier grundsätzlich gemacht? Jetzt ist auch die Kurve da. Ich habe jeweils die 100 Aktien oder die 101 oder wie viel das jetzt genau waren, vom S&P 100 untersucht. Und wenn man mal hier kurz guckt, ich mache es mal ein bisschen größer, dann gibt es hier eine Zeile und in der ersten Zeile ist ein Unternehmen, ich kann die jetzt nicht mal alle gleich direkt übersetzen, ich kenne hier wirklich nur die wenigsten, also so ein paar, das dürfte hier Pfizer sein und dann kommt irgendwann Oracle und naja, ich kenne also Cisco sehe ich auch. Okay, JP Morgan, wer auch immer jetzt WFC ist. WFC, wenn ich eine EMA-Periode von 10 nehme, dann erzeugt mir diese Strategie für die Aktie WFC auf dem kompletten Untersuchungszeitraum einen Verlust von 2.861 Euro. Gut, klingt jetzt natürlich nicht toll, dass ich jetzt ausgerechnet mit Verlusten anfange. Die nächste Zeile ist eine weitere aus den S&P 100 Aktien, und zwar die mit dem EMA 10 die etwas geringeren Verluste aufweist. Also sie sind sortiert, die Werte. Diese Liste enthält alle EMA-Perioden, die ich untersucht habe, und alle Aktien, die ich untersucht habe. Und dann habe ich das sortiert erst nach EMA-Periode und als zweites nach dem Profit innerhalb meiner 18 Jahre. Und dann habe ich das aufsummiert. Und immer wenn ich mir eine neue EMA-Periode kriege, dann fängt hier sozusagen so ein neuer Schweif an. Was kann man dadurch ersehen, wenn ich diese Art von Auftragung wähle? Dann sieht man direkt, dass hier mehr als zwei Drittel der Aktien, die ich so mit einer EMA-Periode trade, alle zu einem negativen Gesamtergebnis beitragen, weil meine Summation aller Gewinne, in dem Fall Verluste, geht hier immer weiter nach Süden. Und dieses eine Drittel der Aktien bringt mich sogar wieder nach oben. Aber wäre natürlich nicht profitabel in Summe. Also soll heißen, EMA-Periode 10, also für alle Aktien, für die alle 100 Aktien, nicht so doll. Das nächste ist dann hier, sozusagen der nächste Halbkreis hier, ist dann die EMA-Periode 20, dann 40, dann 80, dann 160, 320 und 640. Gehen wir mal weiter hinten. Nehmen wir mal die 320. Da wird es jetzt langsam interessant. Es sind nur ungefähr 15 Aktien. Wenn ich die so trade mit dem EMA 320, hätte ich für diese 15 Aktien ein jeweils negatives Ergebnis und die anderen 85 ein positives. Und in Summe über diesen gesamten Zeitraum hätte ich 170.000 Euro, Dollar verdient. Das ist der Grund, warum ich diese Art von Auftragung gewählt habe. Ich kann jetzt hier auf einen Blick sehen, welche EMA-Perioden würden sich eigentlich lohnen. Und natürlich könnte ich jetzt auch noch picken und sagen, okay, ich will die eine, mache ich mit 35 und die andere mit 98 und nee, mache ich gar nicht. Mir geht es darum, einen Blick, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist gut und was ist schlecht. Und das ganz grob gerastert. Also sprich EMA 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640. So ist das hier aufgezogen. Das gleiche Bild machen wir nämlich gleich für die zwei anderen Strategien genauso. Deswegen hier schon mal ein bisschen genauer quasi erklärt.
Und natürlich ist es jetzt für mich auch nicht verwunderlich, dass diese kleinen EMA-Perioden nicht profitabel sind für die EMA-Cross-Strategie, weil zum einen machen sie wahnsinnig viele Trades mit dieser kleinen EMA-Periode. Das heißt, die Gebühren schlagen dann wirklich zu. Und zum anderen ist es ohnehin, Aktien sind behäbig. Und da gehe ich nicht mit EMA-Perioden in der Größenordnung von 10 ans Werk. Also soweit der erste Überblick. EMA Cross als eine ganz einfache Grundstrategie zum Traden mit Aktien. Ich komme nachher nochmal auf die genaue Equity-Kurve, also sozusagen, wie denn über der Zeit zum Beispiel sich diese 170.000 Dollar erwirtschaftet haben. Also da gucken wir uns wirklich mal gleich auch die kombinierte Equity und die kombinierte Balance der ganzen Trades an, weil gerechnet habe ich das ja schon. Gut, erste Strategie. Zweite. Gehen wir mal auf die zweite Art, die wir uns hier angucken wollen. Die zweite Art ist einfach ein Trailing Stop. Jetzt wahrscheinlich kennen die meisten Trailing Stop. Die Frage ist allerdings trotzdem immer im Detail, wie definiere ich ihn? Von daher habe ich jetzt hier einfach eine mögliche Definition von Trailing Stop verwendet. Und es gibt aber auch noch andere. Das ist gar keine Frage. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass die Details, wie man genau den Trailing Stop macht, hier wieder nicht wirklich relevant sind. Ich hatte vorhin schon eingangs erwähnt, eigentlich ist der Trading Stop eine Methode und keine Trading-Strategie. Also es ist halt eine Methode, um den Stop-Loss zu verwalten. Wir verwenden ihn aber jetzt hier mal ganz brutal zum Traden. Soll heißen, wenn wir nicht investiert sind, warum? Also weil wir garantiert dann gestern im Stop-Loss gelaufen sind, dann eröffnen wir einfach einen Trade. Und zwar jetzt quasi brutal. Wir fragen nicht, ob die Aktie gerade stark oder schwach ist, ob wir oberhalb, unterhalb eines EMAs liegen. Nichts fragen wir. Wir gehen einfach rein. Wir kaufen. Ohne jede Vorbedingung. Das heißt, wir kaufen. Was wir allerdings machen ist, wir haben jetzt ein anderes Exit-Szenario. Und zwar ganz einfach, der Trade wird geschlossen, wenn der Stop-Loss erreicht wird. Okay. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Fall Stop-Loss nachher auf, mit der Strategie. Ändert allerdings nichts daran an der Logik, wie wir unsere Positionsgröße, also sprich die Anzahl der Aktien, bestimmen, die wir kaufen. Wie gehen wir mit dem Stop-Loss um? Also wir machen das hier mit einem Trailing-Stop. Und zwar, wir starten einfach initial mit irgendwas. Das ist dieses irgendwas mit X Prozent, ist auch nachher wieder unser einer Freiheitsgrad, unser einer Parameter, an dem wir dann drehen werden. Diese X Prozent könnten zum Beispiel sagen, sein 5%, irgendein zu einem Beispiel. 5% würde bedeuten, wenn wir also einen Trade bei 100 Dollar eröffnen, dann würden wir unseren Stop-Loss auf 95 Dollar setzen. Da käme unser Stop-Loss hin. Klar ist auch, dass nachher das Excel-Sheet und so wird natürlich Gaps und so berücksichtigen und zwar in der richtigen Art und Weise. Aber wir starten mit einem initialen Stop-Loss. Einfach gesetzt. X% unterhalb von unserem Kaufwert. So, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir jetzt hier als Trailing Stop? Naja, das geht jetzt einfach so, dass wir sagen, wir gucken, nachdem der Trade jetzt läuft, wir gucken einfach jeden Tag, wie war denn gestern das Low der Kerze? Dann ziehen wir von diesem Low einfach wieder unsere 5% ab. Und wenn wir jetzt einen Preis haben, der oberhalb unseres letzten gesetzten Stop-Losses liegt, dann wird dieses Low minus 5% einfach unser neuer Stop-Loss. That's it. Das heißt, wir orientieren uns an den Lows der Kerzen. Und wenn wir also eine Zahl, also Low minus unsere initiale Prozentzahl, wenn die Zahl größer ist, ziehen wir den Stop-Loss nach. Das ist alles. Soll also dazu führen, dass wir einfach unseren Stop-Loss langsam hinter uns herziehen. Also idealerweise, wir kaufen und die Aktie geht ja sowieso dann nach Norden. So wollen wir es ja auch. Und dann würde unser Stop-Loss sukzessive mitlaufen und zwar orientiert am Low des Vortages. Okay, jetzt hätten wir ein bisschen Arbeit sozusagen, weil wir jedes Mal jeden Tag um 15:30 Uhr müssen wir unseren Stop-Loss anpassen. Das kann man aber auch automatisieren. Also auch kein Problem. Also Entry ist klar, Exit ist klar.
Und wie wir den Stop-Loss nachschieben, nachziehen, hoffentlich auch. Positionsgröße machen wir genau wie vorher auch. Einfach die 1000 Dollar. Und wenn ein Trade läuft, eröffnen wir keinen neuen. Das heißt, es ist auch wieder eine Single-Trade-Strategie. Gut. Ich versuche es mal, so gut es geht, auch das nochmal im Chart zu erklären. Und zwar versuchen wir da mal gleich ein paar Linien zu malen. Also ich zoome mal rein und versuche das mal so gut es geht an irgendeiner Stelle mal zu machen. Also wir müssen einfach unseren, ich sag mal einfach, gehen jetzt hier in den Markt. Da haben wir unseren Trade eröffnet. An diesem Open dieser Candle. Ich zoome mal noch weiter rein. Dann kriegen wir natürlich einen Stop-Loss, der, keine Ahnung, ich mache es mal jetzt einfach so nach Freischnauze. Also hier kriegen wir jetzt unseren Stop-Loss. Das ist unser initialer Stop-Loss. Diese X%, das sind jetzt hier oh, pff, ziemlich wenige Prozente. Vielleicht mal gerade so 1,5%. Und jetzt geht das Spiel einfach weiter. Am nächsten Tag gucken wir, wo der also, unser Trade läuft. Okay. Wir sind jetzt am nächsten Tag. Da können wir noch nichts verändern, weil wir zu dem Preis eröffnet hatten. Wir sind hier, gab es ein Low von dieser Vortagescandle. Da können wir noch keinen Stop-Loss nachziehen. Also gehen wir weiter. Und hier wären wir jetzt, wenn wir hier an diesem Open sind, gucken wir wieder auf den Vortag, würden wir bereits minimalst, weil diese Kerze hier hat nahezu keine Lunte hier, soweit ich das erkennen kann, würden wir schon den Stop-Loss ganz leicht nachziehen. Ich mache mal eine neue Linie. Und zwar hierhin ungefähr. Nur ganz leicht. Danach wird es viel mehr. Wenn wir hier sind, haben wir hier ein neues Low, dann würden wir wieder schon nachziehen. Ist jetzt alles nicht gerechnet, sondern so ungefähr. Und jetzt nehmen wir Fahrt auf. Wir würden wieder den Stop-Loss nachziehen können. Diesmal aber schon deutlich mehr. Und so weiter und so fort. So hätten wir jetzt hier, soweit ich das erkennen kann, wir haben nämlich jedes Mal ist das Low wieder höher als alles, was wir vorher hatten. Und wahrscheinlich, wenn man mal hier so die Zahlen, die Abstände sich anguckt, hätte es sein können, dass uns sogar hier diese Kerze mit ihrer langen Lunte sogar aus dem Trade rausgeworfen hätte. Aber das ist jetzt mal wieder die Methode. So ziehen wir den Stop-Loss sukzessive hinter uns her, was natürlich jetzt hier, wie immer, wenn man ein Beispiel sucht, mustergültig zum Erfolg führen würde. Das heißt, wir hätten nachher, wären wir bestimmt schon in der Größenordnung von, also ich vermute mal tatsächlich, wir wären hier rausgeflogen. Na, doch noch nicht. Wir wären da drunter, nee, der wird tiefer, wir wären noch nicht rausgeflogen. Wären also noch im Trade drin, wären aber mittlerweile schon weit im Gewinn abgesichert, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Gut, das ist die Logik. Natürlich gibt es auch dazu wieder ein Excel-Sheet, wo wir genau das machen. Das heißt, wieder alles identisch, wir gehen brutal rein. Wir fragen gar nicht, ob wir wirklich reingehen sollten und nichts dergleichen tun wir, sondern wann immer wir nicht investiert sind, sind wir am nächsten Tag wieder investiert. Und dann haben wir halt hier einen initialen Stop-Loss. Und da können wir natürlich jetzt wieder auch alles möglich machen. Also wir können den initialen Stop-Loss auf 1% schieben. Hups. Dann wird die Equity-Kurve hier so aussehen. Und jetzt können wir hier das Spiel auch mal eben machen und mal die Zahlen wieder sukzessive verdoppeln. Bei 2 wird es auch noch nicht so viel besser. 4. Und langsam kristallisiert sich hier wieder eine sehr schöne Equity-Kurve raus. 8%. Jetzt kann man fragen, ist 8% eigentlich viel? Naja, eigentlich gar nicht mal so viel, weil ich investiere 1000 Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt 8% davon verliere, sind das 80 Dollar. Okay. Ist vertretbar. Das heißt, sowas wie 8% Stop-Loss klingt ja sonst bei anderen Underlyings irgendwie, wer weiß wie. Also wir machen sicherlich keinen Euro-US-Dollar CFD-Trade aus mit 8% Stop-Loss. Aber hier ist es durchaus etwas, was man machen kann. Und ich erinnere noch mal dran, wir haben keine Logik hier für den Entry im Sinne von
dass wir eigentlich drüber nachdenken oder nach etwas fragen. Also wir gehen einfach rein. Und wie das so ein bisschen visuell aussieht mit dem Stop-Loss, habe ich hier auch in einem Bild darunter gleich mal mit reingehangen. Und dann sieht man, wie der halt so schön hier nachzieht, aber natürlich auch zwischendurch dann mal wieder gerissen wird. Trotzdem, auch hier kriegen wir eine annehmbare Equity hin. Das ist jetzt wieder die Apple-Aktie, die zugegebenerweise eine besonders gutmütige ist, weil halt einfach der Preis so herrlich nach oben läuft. Aber hier habe ich natürlich die gleiche Auftragung oder die gleiche Auswertung gemacht, die wir gerade schon besprochen haben, die ihr jetzt sozusagen schon kennt. Und ich schiebe es mal ein bisschen rüber, damit man es hier auch gleich sieht. Ich hoffe, das Bild kommt jetzt auch für euch wieder. Und dann haben wir hier auch schon wieder diesen halbrunden Graph. Und hier startet das Ganze mit, oh, das sind die Highs. Oh, sorry, Trailing. Falsche Auftragung. Das Bild kommt noch. So, Trailing Stop. Sorry, für den Fehler. Die letzte kommt noch nachher für die Highs. Das war natürlich mein Fehler. Jetzt muss ich wieder warten, bis das Bild auch bei euch angekommen ist. Logik wieder die gleiche. Die Zahlen sind hier sortiert nach initialen Stop-Loss. Der fängt hier bei 1% an und geht dann auf 2%, 4%, 8%, 16% und 32%. Und auch hier ist es wieder so, dass bei unserem 1% Stop-Loss wir eigentlich nahezu mit allen Aktien fast ins Minus laufen. Also deswegen geht diese Addition der 100 Aktien über den Gesamtzeitraum von 18 Jahren hier auch sozusagen immer weiter nach Süden. Und dann starten wir wieder mit dem nächsten bei Null. Und aber schon ab dem Stop-Loss von 4% wird es langsam interessant. Das ist ungefähr die Hälfte der Aktien nicht profitabel, wenn man die so traden würde. Die andere Hälfte wäre profitabel. Das ist jetzt 4 und bei 8 und bei 16 sehen wir das schon wieder gerade mal eine Handvoll der Aktien dann mir über den Gesamtzeitraum ein negatives Ergebnis erzeugt hätten und ansonsten schon gar nicht mal so schlecht. Und dabei ist das ja eigentlich nur eine Methode und gar keine Trading-Strategie. Wir kaufen hier brutal, ohne Wenn und Aber und ziehen den Stop-Loss nach. Warum funktioniert das? Es liegt an diesem Bias, dass die Aktien nach Norden gehen. Das nutzen wir hier aus. Und es ist nicht gerade so, dass wir reden hier nicht über Mini-Gewinne, die wir dann in Summe erzeugen können. Um mal ein Gespür dafür zu geben, und wenn wir nachher nochmal auf die wirkliche Equity über Zeit angucken und das Ganze nochmal wieder ausdrücken in Rendite, dann erzeugt man hier eine Rendite von so roundabout 1%. Pro Monat. 1% pro Monat macht immerhin ohne Zinseszins schon mal 12 im Jahr. 12 im Jahr? Wo gibt es das sonst? Also gar nicht mal so schlecht. Das heißt, das, was wir hier tun, wird schon interessant. Letzte Variante, die auf den ersten Blick kompliziert erscheint, ist es aber überhaupt nicht. Und zwar hier nenne ich das einfach Heist Trading. So, wie ist die Logik? Die Logik ist einfach die, dass wir sagen, wir gucken einfach prinzipiell ein Jahr zurück. Okay. Innerhalb dieses einen Jahres fragen wir einfach, wann war das letzte Hoch? Das ist jetzt dann so eine Anzahl von Tagen. Das letzte Hoch kann zum Beispiel vor 10 Tagen gewesen sein. Also bei der Apple-Aktie wäre es wahrscheinlich so, dass es immer nur ein paar Tage alt ist. Wie alt das letzte Hoch ist. Bei der Deutschen Bank-Aktie, naja, kann man innerhalb eines Jahres wahrscheinlich immer sagen, vor einem Jahr war genau das letzte Hoch. Wir fragen einfach nur, wie viele Tage ist das letzte Hoch her? Und jetzt gibt es wieder diese eine einzige Zahl. Wir fragen uns jetzt gerade, soll man Trade eröffnen? Naja, und jetzt machen wir die Definition wieder. Dann, wir eröffnen dann den Trade, wenn das letzte Hoch nicht älter ist als x Tage. Dann steigen wir ein. Dann gehen wir rein. Also wenn diese Zahl 12 Tage ist, dann würden wir nur dann in eine Aktie investieren, wenn wir jetzt frisch schauen, wenn also das letzte Hoch weniger als 12 Tage her ist. Dann steigen wir ein. Die Idee dahinter ist, Hochs machen was mit Aktien. Und jemand, der neue Hoch ausbildet,
macht hoffentlich bald wieder ein neues Hoch. Also ist irgendwie stark. Die Deutsche Bank-Aktie macht keine Hochs. Also da will man nie investiert sein. Auch hier brauchen wir jetzt einen Exit. Den habe ich jetzt relativ willkürlich gewählt. Also was heißt willkürlich? Ich habe einfach das so gesagt. Naja, wenn ich hier schon auf die Hochs gucke, dann sollten neue Hochs nicht mehr zu lange zurückliegen. Soll heißen. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel von 12 Tagen von vorhin. Also letzte Hoch ist weniger als 12 Tage her. Okay, wir steigen ein. Wir öffnen. Wir kaufen. Der Trade wird jetzt geschlossen, wenn das letzte Hoch die doppelte Anzahl an Tagen her ist. Also wenn es dann 24 Tage überschreitet, raus. Wenn wir also keine neuen Hochs machen, und natürlich muss die Zahl größer sein als meine erste Zahl, und deswegen habe ich einfach gesagt, willkürlich mal zwei. Es steht keine tiefere Begründung drin, raus. Dann beenden wir den Trade. Ich brauche ja irgendwie wieder hier, um sowas zu formulieren, ein Exit. Dann gehen wir raus. Und ich versuche es auch hier mal so gut es geht, am Chart das überhaupt irgendwie zu illustrieren. Und fangen wir mal sozusagen hier, wir sind gerade mit unserer Apple-Aktie zum Beispiel an einer Stelle, jetzt muss ich wieder warten, bis euer Bild da ist, okay, und ihr seht, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin jetzt gerade mit meinem Cursor direkt schon an einem Hoch. Okay, wenn ich mich jetzt heute frage, gehe ich rein? Dann ist die Antwort natürlich ja. Und wenn meine Zahl, machen wir jetzt mal 12 Tage, naja, dann, ich bin gerade, mein letztes Hoch ist genau sozusagen 0 Tage alt, also ich gehe rein. Dann ist hier nur die Frage, wann gehe ich hier wieder raus? Und so weit man das hier schon mit dem Auge sieht, würde man während der ganzen nächsten Tage nie rausgehen. Weil wir machen ja sogar im Zweifelsfall noch neue Hochs. Also, damit ich hier diesen Trade beende, müsste ich meine Definition irgendwie so grob auf 102, also mein X gleich 102 Tage machen. Dann hätte ich mal irgendwie es geschafft, vielleicht gerade hier mit dem Faktor 2 bin ich dann bei 4 Tagen, mein Trade dann hier irgendwie zu beenden. Dann hätte ich hier einen Verlusttrade produziert. Da, so gehe ich raus. Einstieg ist klar. Ich gehe rein, wenn mein letztes Hoch nicht älter ist als X Tage, und ich gehe raus, naja, wenn ich kein neues Hoch habe in der doppelten Anzahl der Tage, dann gehe ich wieder raus. Logischerweise ist auch das wieder abgebildet in dem Excel-Sheet, heiß. Und wer jetzt ein bisschen tiefer in das Excel einsteigen möchte, wird merken, da treten neue Komplikationen auf. Also variabel zu sagen, wie man Hochs bestimmt, also jetzt, es ist zwar nicht schwer, da macht man einfach Max und markiert irgendetwas, aber das jetzt wieder variabel zu halten, sodass wir x Tage dann nehmen können, ist nicht mehr ganz so einfach. Also was man dazu braucht, ist, man braucht hier vorne so ein paar Hilfsspalten, dann geht es. Und ich springe mal nur einmal kurz, dass man das gesehen hat, hier an das Entscheidende. Man braucht dann so eine etwas merkwürdige Anweisung, die so eine Art relative Indizierung macht. Also, will euch damit nicht strapazieren, damit kriegen wir das allerdings hin. Naja, und ihr seht schon wieder, wir haben hier eine Equity-Kurve. Also, es gibt hier wieder eine gelbe Zahl, das ist die Anzahl von Tagen, die für den Entry da ist. Und der Exit ist hier einfach immer willkürlich das Doppelte. Und ich muss hier auch noch wissen, innerhalb eines Jahres, und ich habe es einfach ein Jahr als 256 gemacht, das sollte so grob passen. Okay, und dann können wir hier natürlich auch wieder durchgehen. Also wir machen das mit 2 Tagen, und bei der Apple-Aktie ist auch das hier durchaus schon profitabel und können dann hier auch wieder hochlaufen und kriegen nachher auch in Summe nochmal etwas mehr Profite hin. Da sind wir schon mal 3,5. Und ihr seht, wie das ganze Spiel wieder funktioniert. Hier sind wir schon bei 5.000 € Gewinn. Und auch das ist wieder hier unten aufgetragen. Da muss man sich ein bisschen an das Farbspiel gewöhnen, an die Highs und. Aber ihr seht, mit dieser einfachen Strategie, Highs Trading, kriegen wir hier schon wieder was Profitables hin. Jetzt wird es langsam schon erstaunlich. Natürlich war es jetzt immer die Apple-Aktie, und die Apple-Aktie geht halt so schön sauber nach Norden. Aber diese Strategie hier würde auch die Loser ein bisschen rausfiltern. Also Deutsche Bank-Aktie macht keine neuen Hochs. Also würden wir die erstmal gar nicht traden. Anders als diese reine Trailing-Stop-Variante, die ja immer alles tradet. Auch wenn wir das Bild vorhin schon hatten, gucken wir uns auch hier
wieder meine Kreisdarstellung auch eben an. Da haben wir sie schon. Und gleich sollte sie auch bei euch erscheinen. Wie zu erwarten, nehme ich diese Definition nur mit ein paar wenigen Tagen. Dann bin ich erstmal eher nicht profitabel. Also ich muss schon ein bisschen länger dem Ganzen geben. Und wenn ich das mache, dann wird es auch profitabel. So Bild ist auch für euch da. Das heißt, auch hier geht das wieder los mit einem Tag, 2 Tagen, 4 Tagen, 8 Tagen, 16 Tagen, 32 Tagen, 64 und 128. Da musste ich übrigens aufhören, weil ich immer maximal ein Jahr zurückgucke. Auch hier kriegen wir einiges hin. Und auch hier ist schon, naja, wenn wir sowas wie 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Schon bei 32, aber bei weitem die Mehrzahl aller Aktien kriegen wir so profitabel getradet. Also dritte Grundlogik, die irgendwie, auch ohne jetzt hier irgendwas zu optimieren, also ich könnte natürlich noch alle Zwischenwerte auch noch untersuchen, bereits schon funktioniert. Jetzt wollen wir das Ganze uns aber auch mal unter Portfolio-Gesichtspunkten angucken. Das heißt, nicht eine, also wir wollen alle traden und alle mit dem gleichen Parameter. Und dann wollen wir auch noch am liebsten auf die Equity gucken und nicht auf die Balance. Wie wichtig dieser Unterschied wird, mal kurz hier am Beispiel. Fragen wir zunächst mal, gucken wir auf diese Kurve. Was habe ich da gemacht? Hier seht ihr das Resultat zeitlich, also alle beendeten Trades, und zwar immer nur beendete Trades. Also es ist sozusagen die Balance in der Sprache unserer Equity-Kurven für die 100 S&P 100 Aktien. Und das jetzt zeitlich. Das heißt, hier unsere kompletten 18 Jahre und das wäre die Summe all unserer Gewinne gegen die Zeit aufgetragen. Wie wohlgemerkt, jetzt sieht das immer so komisch aus, dass wir hier solche Stufenfunktionen drin haben. Es liegt natürlich daran, dass wir dazwischendurch einen Haufen Floating Gewinne, also in dem Fall sind es keine Losses. Losses werden wir nachher sehen, wenn wir hier auf die Finanzkrise gucken, 2008, 2009. Also hier machen wir gerade ein EMA von 320, ist also die EMA-Cross-Strategie. Also gucken wir uns das lieber gleich so an. Das war wirklich die Equity und Balance sehen. Da haben wir hier auch das Resultat. Wer nachher mal, weil ich ja die Excel-Sheets zur Verfügung stelle, bitte eins nicht machen. Also hier vorne steht zwar immer ein Symbol, das ist aber nicht das Symbol, was hier gerade getradet wurde. Dieses Bild hier zu erzeugen, war ein bisschen Aufwand. Zwischendurch war das Excel-Sheet 100 Megabyte groß und enthielt 408.000 Zeilen. Nämlich von allen 101 Aktien, jeweils die Equity und das auf jeden Tag, also pro Tag einzeln. Das musste ich dann aggregieren. Das habe ich alles dann wiederum gemacht, aber ist jetzt eine Zeile ein Tag und hier steht sozusagen die Summe für alle 101 getradeten Aktien. Dass dann trotzdem vorne noch ein Symbol steht, hat reine Excel-Gründe. Aber das ist jetzt nicht das UPS ist hier nicht das Symbol, was dann da getradet wurde. Ich musste halt sehen, wie ich alles zusammenführe. Und was Balance und was Equity ist, sieht man sofort. Also Equity ist natürlich das Rote. Und Balance ist das Blaue. Das ist das Gleiche, was wir gerade hatten. Und rechts daneben hier habe ich nochmal die investierte Summe bestimmt. Also, weil wir sind ja nicht ganz immer investiert. Aber wir kommen hier mit einer Strategie ohne Optimierung. Okay, ich habe jetzt die EMA 320 genommen. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob nicht EMA 300 besser ist oder 258 oder was auch immer. Sieht aber schon ganz gut aus. Natürlich haben wir Drawdowns. Die Finanzkrise, logisch. Also, ich meine, an der kommen wir nicht drumherum. Aber selbst das funktioniert schon erstaunlich gut. Das ist jetzt EMA 320 für alle 100 S&P 100 Aktien. Gehen wir mal in der Reihe nach durch. Dann das Ganze nur Trailing Stop. Sieht so aus. Logischerweise ist unser Drawdown viel größer hier.
Warum? Naja, ich habe ja, wie ich schon sagte, wir sind ja hier sozusagen brutal. Nachdem wir den Verlust realisiert haben, steigen wir am nächsten Tag einfach wieder ein. Wie gesagt, ich mache das Ganze hier auch aus methodischen Gründen, damit klar wird, welchen Einfluss hat nachher welche Größe. Das sieht man dann natürlich besser, wenn wir jeden einzeln uns angucken. Nichtsdestotrotz kriegen wir hier auch, abgesehen von der Finanzkrise, was ziemlich Erstaunliches hin mit dieser simplen Trading-Stop-Logik. Also es wäre von der Umsetzung her ebenfalls sehr einfach. Und die letzte kombinierte Equity der 101 S&P 100 Aktien wäre dann die Sache mit den Highs. Und die sieht jetzt nochmal wieder ein bisschen smoother aus. Natürlich leidet die nicht ganz so stark in der Finanzkrise, weil sie nämlich, wenn wir dann sozusagen den Trade beendet haben, naja, dann kommen nicht unbedingt neue Trades, weil wir halt keine Hochs in der Nähe haben, also in diesen X Tagen. Und deswegen traden wir dann auch nicht mehr. Und so gehen wir hier sozusagen 2008 langsam aus den Trades raus. Natürlich realisieren wir dann, also wir hatten Floating-Gewinne, aber wenn man mal auf die Balance guckt, dann hat sie gar nicht mehr so große Drawdowns. Also ebenfalls ziemlich beachtlich. Jedes einzeln und individuell untersucht. Und hier dann gleich mal als das Ergebnis von 100 S&P 100 Aktien dargestellt. Wer das Ganze in Prozenten und sonst wie rauf und runter rechnet, also sei mal schon mal die Zahl nochmal gesagt, wenn wir also das investierte Kapital nehmen und fragen, wie verzinst es sich, wie entstehen da Trades oder Gewinne, dann kann ich so einfach für alles ungefähr sagen, 1%. Es ist grob 1% pro Monat, die wir hier erzielen können. Das ist nicht wenig. Und die Einfachheit besticht natürlich schon. Gut, soweit die drei Einzelstrategien. Ja, und was halt als nächstes kommt, nämlich das Ganze gilt es jetzt zu kombinieren, dass wir unsere drei Logiken miteinander verschachteln. Wie ich schon mal eingangs sagte, dadurch kriegen wir mindestens schon mal vier Varianten und wir können dann noch weitere Subvarianten uns dann überlegen, je nachdem, ob alles zum Close eines Trades führen soll oder doch nur ein einzelner. Also gibt es noch ein paar weitere Varianten. Aber mir war wichtig zu sagen, okay, wir haben uns drei fundamental unterschiedliche Arten der Logiken mal auf Aktien angeguckt und haben festgestellt, dass wir eigentlich mit allen drei sehr gut zurechtkommen. Gut, nicht, wenn wir extreme Parameter nehmen, sowas wie Stop-Loss 1% oder sowas, dann wird es nichts. Oder wir traden nur, wenn das letzte High gerade mal 2 Tage her ist und wenn dann 4 Tage lang kein neues High kommt, sind wir schon wieder draußen. Das hat dann nicht funktioniert, aber in Summe, wenn wir also moderate Parameter haben und die sind dann wiederum die sind total stabil, so wie wir es auch ansatzweise hier schon sehen konnten, wenn wir mal nur bei der Apple-Aktie mal so durch den Parameterraum den einen dann mal so durchgegangen ist. Und ich habe das hier sagen wir sogar exponentiell gemacht, also immer diese Verdoppelung. Ja, ist schon mal beachtlich. Ihr merkt, warum ich das Thema Aktientraden mit auch verfolge. Es ist so herrlich stabil. Und wir brauchen nicht groß diesen Grund-Edge, den Grundwahrscheinlichkeitsvorteil irgendwie suchen. Den haben wir schon. Das sind die Aktien selbst. Und wir sind nun mal, unser Wirtschaftssystem basiert auf Wachstum und naja, damit sollte den Firmen nichts anderes überbleiben, als zu wachsen. Die meisten machen es auch. Natürlich nicht ganz alle, wissen wir. Aber dafür verschaffen wir uns hier Filter. Und wenn es so triviale Filter sind wie EMA oder das Thema Highs, schon das hilft uns und da kommen wir schon wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich weit. Bevor ich jetzt aufhöre, erstmal natürlich wie immer E-Mail-Adresse und ihr könnt gerne die Excel-Sheets dazu haben. Das andere, ich will einfach nochmal kurz was zeigen, weil wir das letzte Mal das Webinar hatten über
JFT Invest und was da möglich ist, hat sich schon einiges wieder getan. Deswegen mal ein kurzer Blick auch darauf. Also ganz in Kurze, JFT Invest findet ihr auf der Website von JFT. Könnt ihr Strategien einfach folgen. Und also um mal zu zeigen, was sich getan hat, klicke ich mal wieder eine an. Also die Reihenfolge ist wieder, glaube ich, wieder verdreht. Sonst war Goldmine der erste, jetzt ist er nur noch der zweite. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man mal auf Details guckt, also es fangen an, viele Leute diesem zu folgen. Also dieser Strategie folgen mittlerweile 23 Investoren. Man sieht übrigens auch unter AUM, Assets Under Management, dass da, naja, immerhin auch schon ein paar Euros zusammengekommen sind. Und so geht es hier rauf und runter mit den Strategien. Die Anzahl der Investoren verteilt auf die einzelnen Strategien könnt ihr, wie ihr hier seht, auch selber gucken. Ich habe jetzt mal den ausgewählt, der wirklich die meisten Follower jetzt schon hat. Ja, und so sieht's aus. Viele Trades seit letzter Woche sind natürlich jetzt auch nicht passiert. Aber es geht nach Norden und das ist natürlich gut so. Also, deswegen, wer da nochmal sich mehr darüber informieren möchte, die Webinare werden ja immer aufgezeichnet und ihr findet alles auf dem YouTube-Channel von JFD und auch genauso dieses von heute, Aktientraden Teil 1, ist dann so ab morgen Vormittag auch online auf JFD YouTube, nochmal zum Nachhören, sozusagen zum Nachhören bzw. Lesen und Teil 2, wo wir dann ins Kombinieren gehen. Wir sind dann die Kombinierer, aber nicht als olympische Disziplin, sondern wir kombinieren unsere Logiken und dann gucken wir mal, was dann noch rauszukitzeln ist aus einer solchen Aktienstrategie mit diesen drei Zutaten gewissermaßen. Soweit von mir für heute. Da ich heute hier klaren Himmel habe, ist es doch noch nicht ganz dunkel draußen, wie ich eingangs gesagt habe. Aber ich weiß, dass es letzte Woche mit Wolken anders war. Aber wie dem auch sei. Euch noch einen schönen Abend und bis dann hoffentlich in 3 Wochen, wenn wir zum Teil 2 kommen. Macht's gut. Bis dann. Tschö.